Herr Schröflinger, Sie begleiten Ihre Mitarbeiterinnen heute zu einer Schulung in die Nationalbank zum Thema Geldfälschung. Wie wichtig ist dieses Thema für die Sparkasse Bregenz? Also für uns als Sparkasse Bregenz Bank AG ist das Thema eine ganz wichtige Sache. Wir führen die Schulung einmal im Jahr durch für alle Mitarbeiter, die neu bei uns eingestiegen sind und wo am Schalter arbeiten dürfen oder müssen. Und wir versuchen das ihnen immer wieder zum Anbieten, damit sie der Umgang mit dem Geld oder im Umgang mit dem Geld einfach eine gewisse Sicherheit im ersten Augenblick haben, um die Fälschung oder Fälschungsverdächtige zum Auserfinden. Das Ganze unterstützen wir natürlich durch diverse Bankautomationen und Maschinen, um ihnen da im Hintergrund auch eine Sicherheit zu geben. Passieren bei Ihnen in der Filiale in Bregenz oder passieren in Vorarlberg Fälle von Geldfälschung? Also wir haben auch schon fälschungsverdächtige Banknoten da gehabt. Die müssen wir dann abhalten und schicken sie an die Nationalbank oder beziehungsweise über die GSA an die Nationalbank zur Überprüfung und kriegen dann immer Bescheid, ob was passiert oder nicht. Wir haben im Jahr so 2-3 Fälle. Das ist aber unterschiedlich.